Wo bin ich? Schon okay. Ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Zürich Innenstadt. Endstation. Hey. Noch da? Willkommen zurück. Taylor. Ja. Weißt du, was mit dir passiert? Träume ich etwa? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei. Dann kannst du immer noch aufwachen. 12. Dezember 2054, 37. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die VA-Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neuralinterface, DNI. Ich habe auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Du, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. Okay, Waffen scharf. Mach diese Arschlöcher fertig. Neue Waffe.
Ich muss hier mit dem Gitterhose einmal sein und nehmen wir auf den Kunst geschossen. Da ist hier niemand. Ui. Runter! Runter! Ja, runter. Hier die Position halten. So niemand. Den mittleren Weg. Es gibt nicht nur einen Weg. Hoch, tief, links, rechts. Verschiedene Wege haben unterschiedliche Vorteile. Ja, gut, der sieht runter, ja runter. Sicher aus. Der Weg. Bewegung registriert. Dein DNI kann dir kritische Informationen zum Kampf liefern, um das Schlachtfeld besser zu verstehen. Wechsle in den taktischen Modus. Oh. Als ob man zum ersten Mal die Augen öffnet, was? Okay, setze verbesserte Mobilität ein. Ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Ui. Ja. Nicht schlecht, Neuling. Cool. Die taktischen Modus werden Herannahme gefahren, die Raketen und Granaten hervorgehoben. Siehst du es rot blinken? Dann lauf. Suche Deckung! Kopf unten halten! Nein, der hatte wieder. Oh. Fuck. Auch nicht schlecht. Da ist noch einer. Fuck. Vector! Ist schon politisch. Cool, wir hier zur Verfügung haben. Wir haben einen Verwundeten! Na komm. Na komm.
Bam, bam. Und tschüss. Siehst du die roten und gelben Markierungen? Das sind Todeszonen. Hier solltest du dich nicht aufhalten. Ich hab gesehen, jetzt sind noch welche hochgegangen. Verstärkung beim Truck. Eigentor-Fetisch. Komm her. Der taktische Modus ist im ganzen Team synchron. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Auch wenn Deckung im Weg ist. Rücke weiter vor! Cool, wie wir uns selber hier regenerieren. Nein! Hallo. Ja, da! Da!
Das DNI lässt uns nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch mit zahlreichen Computersystemen. Darunter so gut wie allen Drohnenbasiseinheiten. Zweifüßler, komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Aber die hier, die sind kinderleicht.